Läuft die Kamera? Ja. Aber die ist. Oh, ja, sie läuft wirklich. Hallo Leute. Ich bin heute der Vertreter von. Von wem bin ich nochmal der Vertreter? Das brauchst du nicht sagen. Okay. Wir zeigen euch heute Säugetiere, die im Wasser leben. Viel Spaß! Hilfe, ein Orca verfolgt mich. Hallo Leute. Ich hoffe, euch hat die Anmoderation erstmal gefallen von meinem Pinguin. Ja. Heute stelle ich euch, wie gesagt, meine Säugetiere vor, die im Meer leben. Also hauptsächlich so Wale und Robben. Einmal, was ich gesagt haben noch, was auch manche wahrscheinlich nicht wissen. Bartenwale sind Wale, die Barten haben. Die ernähren sich nicht von Fleisch oder von Fischen, naja doch von kleineren Fischen, und die ernähren sich aber großteils von Plankton. Es gibt mehrere Bartenwale, zum Beispiel wie hier, der Blauwal, dann gibt es noch einen Seiwal, ein Buckelwal, so alles, also so schon mal, das sind so schon mal Beispiele für Bartenwale. Und Bartenwale haben zwei Blaslöcher. Und Zahnwale, zum Beispiel wie der Orca oder der Delfin oder auch ein Pottwal, die haben wie gesagt Zähne, ernähren sich zum Beispiel, der Orca ernährt sich zum Beispiel von Robben und Pinguinen und auch Fischen und auch von anderen Walen. Und Zahnwale haben nur ein Blasloch, das wollte ich schon mal gesagt haben. Und ja, also, ich fange an mit meinem ersten Wal. Das ist ein Orca-Wal, also ein anderer Orca-Wal. Der hat auch, wie gesagt, ein Blasloch und ja. Dies hier, also ich glaube, das ist ein, soll entweder ein junges Tier darstellen oder ein weibliches Tier. Weil männliche Orcas haben eine große, lange Flosse. Und Weibchen und Jungtiere haben eine kleine, kurze Flosse. Und die Punkte, also die weißen Markierungen, die ihr bei Orcas seht, die benutzen sie für die Jagd. Und ja, das ist ein Orca mit geschlossenem Mund und das ist ein Orca mit geöffnetem Mund. So, fangen wir mit dem nächsten Wal an. Das ist ein Pottwal, auch ein Zahnwal. Und hat auch nur ein Blasloch. Das Blasloch ist nicht so wie bei den anderen oben auf den Kopf drauf, sondern es ist weiter hier vorne. Ein Pottwal hat auch Zahnwale. Ein Pottwal hat auch Zähne, wie man unschwer erkennen kann, und ernährt sich von Kalmaren und Tintenfischen. Und bestimmt auch Fischen. Das ist der Pottwal. Und ja, fangen wir mit dem nächsten an. Das ist der Beluga-Wal. Oder auch Weißwal genannt. Der Beluga-Wal, wenn er also noch jung ist, also frisch geboren ist und so alles, dann ist er noch komplett grau. Wenn er erwachsen ist, wird er komplett weiß. Hier oben die komische Erhöhung am Kopf, die benutzt er um Schallwellen oder um sich zu orientieren. Der Beluga-Wal ist auch ein Zahnwal und lebt in antarktischen Gebieten. Das hier ist, wie man unschwer erkennen kann, ein Delfin, um genauer zu sein, ein großer Tümmler. Ja, hier ist schon ein bisschen Farbabrieb. Das ist auch ein Zahnwal und hat auch nur ein Blasloch. Und der Delfin ist ein sehr schneller und kleiner Wal, also Zahnwal, und auch sehr flink. Dann ist hier noch ein Pottwal, der eigentlich auch ganz schön aussieht. Und dann sieht man den nochmal hier so.
Und wenn ich jetzt sagen müsste, was meine Lieblingswale sind, ist der Pottwal mein erster Platz an Lieblingswal. Am zweiten Platz ist der Orcawal. Das war der Pottwal. Und hier wollte ich noch gesagt haben, wenn er den Mund zu hätte und noch die Augen zu hätte, würde es so aussehen, als ob der schlafen würde, weil Pottwale schlafen immer so. Und Pottwale können auch sehr, sehr tief tauchen. Und Pottwale können auch bis zur, wenn ich mich recht erinnere, bis fast 2 Stunden tauchen, was sehr lange ist. Dann kommen wir zu einem nächsten Säugetier, was an Land und am Wasser im Wasser lebt. Großteils aber im Wasser. Eine Robbe, das hier ist, glaube ich, ein. Es steht nicht drauf, aber es ist eine Robbe, die auch eigentlich sehr schön aussieht. Und zum Beispiel hier Orcas, die fressen zum Beispiel Robben und Pinguine. Dann ist hier noch eine Robbe. Da steht leider auch nicht der Name drauf. Ich glaube, das ist ein Seehund, glaube ich. Dann gibt es hier noch ein Baby-Orca. Und noch was ganz Besonderes. Es ist zwar kein Wal und auch kein Säugetier. Es ist ein Knorpelfisch. Also ich glaube, es war ein Knorpelfisch. Der Walhai. Es steckt zwar das Wort Wal drin und das Wort Hai. Er hat so ein bisschen die Form eines Wal, also die Form eines Hais. Aber ist kein Wal. Er ist auch kein Hai, sondern ist ein riesiger Fisch. Und ernährt sich auch von Plankton, wie Bartenwale. Und ja. Das war das Review zu meinen Walen und zu Säugetieren. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ciao, ciao.